Viele von euch werden das Problem kennen, bevor es auf den Wettkampf geht. Oh, scheiße. Stimmt mein Abzugsgewicht überhaupt für die Disziplin, die ich schießen will? Um das zu überprüfen, gibt es etwas. Einer meiner Fans und Follower, Matthias aus Schleswig-Holstein, hat mir ja einmal das Mantis X-Trainingssystem zur Verfügung gestellt, leihweise, und eine Lyman digital-elektronische Abzugswaage, auch Trigger Gauge genannt. Mit dieser Abzugswaage hat man die Möglichkeit, entgegen eines Prüfgewichtes tatsächlich zu sehen, wie schwer ist denn mein Abzugsgewicht im Single-Action-Modus wie auch im Double-Action-Modus. Sein Abzugsgewicht zu kennen ist insbesondere dann wichtig, wenn man die Waffe für verschiedene Disziplinen verwendet. Aber auch, wenn man eine Waffe hat, die vielleicht schon relativ viel geschossen wurde. Federn lahmen aus, die Fangklinke nudelt vielleicht irgendwann mal ein bisschen ab. Und es kann schon das Abzugsgewicht durchaus beeinflussen. Um euch zu zeigen, wie diese Abzugswaage funktioniert, habe ich jetzt mal 5 verschiedene Pistolen bereitgelegt, bei denen ich jetzt einfach mal das Abzugsgewicht prüfen möchte. Ich habe mit dabei meine CZ-75, die ja bekanntermaßen ein sehr leichtes Abzugsgewicht hat. Ich habe meine 1911er 9mm. Ich habe meine FN International 2, die Spobi, die dürfte roundabout um die 1000 Gramm haben, wenn ich sie richtig eingestellt habe. Meine CZP07 Kadett und meine Beretta 82 BB. Und mit der Beretta fangen wir direkt mal an. Um die Waage zu verwenden, ziehen wir diesen Haken raus, bringen ihn in die entsprechende Position, die ich haben möchte zum Prüfen des Gewichtes. Das heißt, ich drücke sie kurz rein und kann sie in jede dieser 90 Grad Positionen einstellen. Je nachdem, wie ich das jetzt haben möchte. Damit ihr seht, wie das Abzugsgewicht tatsächlich ist, habe ich sie jetzt nach außen gedreht, damit ich so ziehen kann, damit ihr im Display sehen könnt, wie das Abzugsgewicht ist, was dabei rausgekommen ist. So, dann drücken wir auf die Ready-Taste, um die Waage einzuschalten. Dann läuft ganz kurz die Firmware hoch. Und dann hier über diesen Taster kann ich einstellen, ob ich in Pound und Ounces oder in Kilo und Gramm wiegen möchte. Ich stelle das jetzt auf Kilogramm und Gramm ein. Ich habe alle Waffen vorher schon geprüft. Sie sind entladen, Verschlüsse sind offen. Wir fangen jetzt mal an mit der Beretta, wie gesagt. Single Action. Um die Messung zu starten, kurz die Ready-Taste drücken. Wir haken, müssen die Waffe gut festhalten, haken die Waage ein und ziehen gleichmäßig, bis er auslöst. So, und wir haben jetzt hier einen gemessenen Wert von 2,279 Kilo. Wir wiederholen die Messung, gehen nochmal. Und das ist Single Action. Da werden einige schon die Hände vor den Kopf schlagen und schütteln. So, wie sieht es aber jetzt mit Double Action aus? Einhaken, wir ziehen und da liegen wir bei 4,302 Kilo. Wir machen das Ganze nochmal. Also auf jeden Fall deutlich über 4 Kilo Abzugsgewicht. Das war die Beretta 82 BB. Wir nehmen jetzt die CZP07 Kadett. Die hatte ich bereits schon mal gewogen. Die müsste im Single Action irgendwo bei 1,6 Kilo landen. 1,551. Sehr konstant, um die 1,52 Kilo. Und das ist ab Werk, da ist nichts dran getuned worden. So, und jetzt nehmen wir mal Double Action, da ist der knochenhart. 5,326 Kilo. Das war die CZP07 Kadett. Jetzt gehen wir mal auf Spopi. Die ist ebenfalls entladen, wie ihr seht. So, bei dieser Spopi habe ich jetzt die Möglichkeit, hier über diese Schraube hier hinten das Abzugsgewicht einzustellen. Wollen wir mal gucken.
Ich habe sie eigentlich ganz runtergedreht. Jetzt bin ich selber mal gespannt. Ich habe es noch nie gemessen. 0, oh Scheiße. 0,796 Kilo. ,891. So, normalerweise müsste ich jetzt hingehen und müsste das Abzugsgewicht so peu à peu und dafür und genau dafür hat man jetzt diese Waage. Jetzt müsste ich hingehen und tatsächlich das Abzugsgewicht peu à peu nach oben drehen, bis ich ganz knapp über die 1000 Gramm komme. Und dann habe ich den Abzug so eingestellt, dass er auch regelkonform für die jeweiligen Disziplinen ist. Und genau das machen wir jetzt einfach mal spaßeshalber. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal von einem LPA-Visier den Schraubendreher und drehe das Abzugsgewicht jetzt mal eine halbe Umdrehung nach oben. Und schon sind wir bei 1,32 Kilo gelandet. Das heißt, ich könnte ihn sogar noch mal ein Stückchen runterdrehen. ,23 Kilo. Aber ich glaube, ihr seht jetzt, worauf ich hinaus will. Das ist gerade bei der Spopi, wo ja dieses 1000 Gramm das Limit ist, was man hat, sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja einstellbare Abzüge. Und es kann ja mal sein, dass ich zu Trainingszwecken oder wie auch immer das Abzugsgewicht mal ein bisschen verändern möchte. Und genau dafür sind letzten Endes diese Abzugswagen und in meinen Augen auch ein bisschen sinnvoller als jetzt zum Beispiel reine Prüfgewichte, wie sie gerne bei den Wettkämpfen verwendet werden. So, vorletzte Waffe, die wir mal jetzt checken, ist meine 1911. Die dürfte um die 1400 Gramm haben. Ach du Scheiße. 0,9. ,144. Die Handhabung der Waage, die muss man wirklich üben, weil man muss langsam und gleichmäßig den Druck aufbauen. 1,16. Also, sie pendelt sich bei roundabout 1150 Gramm ein. Ist keine Dienstpistole, sondern für dynamische Disziplin und da ist 1000 Gramm das Limit in meinem Fall. So, jetzt kommen wir mal an den Horror eines jeden Abzugsgewicht-Testers. Meine CZ75. Das letzte Mal, wo ich sie vor ein paar Jahren gewogen hatte, da war noch die Abzugsfeder, die alte, auch die Hammerfeder. Ich habe ja bei mir komplett die Federn ausgetauscht. Und da lag die bei unter einem Kilo, also bei 975 Gramm roundabout. Und da hatten wir auch mit einer solchen Waage das ganze Ding getestet. Und jetzt allein schon diese kleine Abzugsfeder bringt mich schon mal auf 1,322 Kilo. Das heißt, ich bin auf jeden Fall hier safe. 1,275. Also, ich würde sagen, das Abzugsgewicht ist okay. Zum Ausschalten einfach den Haken wieder reinfahren und die schaltet sich nach, ich glaube, 3 Minuten Inaktivität wieder von selber aus. Geliefert wird diese Waage in einer Kunststoffbox, die diese Waage natürlich bei Transport etc. Ordentlich beschützt. Kosten bei Amazon, Link habe ich unten, liegt bei 97,40 €. Mag jetzt erstmal teuer klingen, aber ich glaube, wenn man sieht, dass man gegebenenfalls durch ein zu geringes Abzugsgewicht vielleicht an einem Wettkampf nicht teilnehmen kann, ist das vielleicht schon mal gut investiertes Geld. Das ist vielleicht auch etwas, was man sich als Verein zulegen kann, um einfach mal diese Prüfung hin und wieder mal durchzuführen. So, das war's im Großen und Ganzen. Das ist die Lyman Electronic Digital Trigger Gauge. Preis bei Amazon, wie gesagt, 97,40 €. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch meine Videos gefallen, abonniert mich, liked mich, shared mich. Und wer mich ein bisschen supporten will, unten findet ihr über Patreon oder PayPal die Links. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr euch für die Produkte aus meinen Videos interessiert, sofern sie bei Amazon erhältlich sind, unten über die Links gehen und dann supportet ihr mich auch ein bisschen damit. In diesem Sinn, macht's gut.